Hey Leute, willkommen zurück zum drittletzten Part von Let's Play Super Smash Bros. Für den 3DS. Ja, das ist der drittletzte Part, denn uns fehlen nur noch Mega Man und Sonic, die wir in diesem Part machen werden. Im nächsten Part gibt es dann noch die Miis, oder zumindest einen der Miis, und im übernächsten, also dann im letzten Part, werde ich euch nochmal dann alle Trophäen zeigen, wenn ich sie denn irgendwann mal haben sollte. Aber darum kümmern wir uns jetzt noch nicht. Jetzt geht es erstmal um Mega Man und Sonic. Wir fangen an mit Mega Man. Und reden jetzt natürlich wieder über seine Custom Moves. Und da gibt es zu sagen, dass bei den Custom Moves von Mega Man echt mega Fanservice betrieben wurde. Also alle Fans von Mega Man jetzt genau zuhören, denn ihr werdet euch freuen. Ihr werdet euch wirklich freuen, glaubt mir. Ich habe ja Mega Man 1 bis 3 gespielt, aber das ist schon eine Zeit lang. Wow, ich wäre fast gestorben. Aber das ist schon eine Zeit lang her, deswegen kann ich mich an das ganze Zeugs nicht mehr erinnern. Man kann aber auf jeden Fall über die ganzen Custom Moves von Mega Man sagen, dass sie alle, und zwar wirklich alle, na gut, außer einer glaube ich, aber sonst alle, eine Anspielung sind auf Bosse aus Mega Man. Also all seine Custom Moves sind genauso wie seine anderen Moves auch Fähigkeiten, die er von Bossgegnern aus Mega Man bekommen hat. Und das ist echt richtig cool. Und es stand es sogar immer dabei bei den einzelnen Custom Moves, von welchem Boss er diesen Move bekommen hat. Zum Beispiel, das ist ja bei seinen Standardattacken auch schon so. Denn hier die Metal Blade ist von Metal Man. Die, hier, Crash Bomb oder Crash Bomb oder so ist von Crash Man oder Crush Man. Ich weiß es jetzt nicht genau, tut mir leid. Und sein Leaf Shield ist von, nicht Leaf Man, sondern von Wood Man. Und genauso steht auch bei den anderen Custom Moves immer dabei, von welchem Boss die ganzen Spezialattacken sind. Seine Spezialattacke nach oben ist von keinem Boss. Das ist einfach so eine Fähigkeit, die er mal in irgendeinem Mega Man hatte. Ich weiß aber nicht mehr in welchem. Und dieses Viech heißt Rush Coil. Und ich glaube, es ist gar im zweiten, oder? Aber ich glaube, der oder? War das im zweiten? Weil der Hund konnte doch irgendwie auch so einen Jet auspacken und dann so nach vorne fliegen, oder? Ich weiß es nicht genau. Tut mir leid, falls ich jetzt hier völligen Blödsinn labere. Kommen wir lieber zu den Custom Moves. Also, seine Metal Blade, was seine Standard-Spezialattacke ist. Bei der ersten Abwandlung, das ist eine Attacke von Bombman. Dort packt er nämlich eine Bombe aus, die er nach vorne wirft. Und zwar in einem Bogen. Also, wie beschreibe ich das jetzt? Mit was kann man das denn gut vergleichen? Ja, ich denke mal mit der Dose von dem Duck Hunt kann man es, glaube ich, ganz gut vergleichen. Denn die Dose von dem Duck Hunt fliegt ja auch in so einem Bogen nach vorne. Ein Unterschied ist halt, Mega Man kann die Bombe nur einmal werfen und jetzt nicht abprallen lassen oder so. Also er wirft sie halt einmal in relativ hohem Bogen nach vorne, hat auch eine ganz gute Reichweite und gute Durchschlagskraft. Also die Bombe gefällt mir besser als die Metal Blade, weil die Metal Blade mag ich ja nicht ganz so sehr, weil die halt verdammt schwach ist irgendwie. Aber die Bombe von Bombman, die gefällt mir richtig gut. Und bei ihm ist es auch... Ach du Scheiße! Holy shit! Alter, ey. Bei Mega Man ist es auch so, dass die Custom Moves oft mal ganz andere sind als normalerweise. Ich meine, eine Bombe zu werfen ist schon ein kompletter Unterschied im Vergleich zu einer Metal Blade. Also, ist auf jeden Fall richtig cool, die Custom Moves von Mega Man. Die zweite Abwandlung von der Metal Blade ist von Shadow Man. Ich weiß immer nicht, aus welchem Mega Man diese ganzen Gegner immer sind, aber ich sage euch zumindest immer die Bossgegner, von denen man das bekommt. Ja, von Shadow Man. Und dort wirft er auch so eine so ein Metallteil, das aber ein bisschen anders aussieht. Und der Grundunterschied ist, dass bei dem Custom Move von Shadow Man dieses Teil wieder zurückkommt zu euch. Also es funktioniert quasi wie ein Bumerang, könnte man sagen. Und das gefällt mir in etwa gleich, würde ich sagen. Ja. Aber ich finde, hier die Bombe, die finde ich deutlich besser von Bombman. Also die ist richtig cool. Okay. Dann zu seiner seitlichen Spezialattacke. Wir nehmen uns mal... Oh, jetzt wäre ich fast ins Portal reingesprungen. Wir nehmen uns mal eine Fee. Beim ersten Custom Move von seiner seitlichen Spezialattacke setzt er eine Fähigkeit von Iceman ein. Denn, ja, er schießt so einen kleinen Eisstrahl oder eher einen Eisbrocken nach vorne, mit dem er Gegner einfrieren kann. Das war aber noch nicht alles, denn es gab wieder einige Sachen, die nicht in der Beschreibung dran standen, die mir aber aufgefallen sind. Die sind zwar meistens nicht gravierend, aber ich wollte es halt trotzdem erwähnen.
Denn dieser Eisstrahl oder Eisbrocken, den er da nach vorne schießt, der kann auch durch Gegner durchgehen. Mann, ich will immer meine Dingenses aufladen und die lassen mich nicht. Boah, Palutena ist so nervig, wie die mich ankotzt. Ernsthaft. Zack. Also, das kann durch Gegner durchgehen. Ist aber ein bisschen langsamer und hat, glaube ich, auch ein bisschen weniger Reichweite. Aber es kann eben auch Gegner einfrieren. Also auf jeden Fall keine schlechte Sache, würde ich sagen. Bam. So, Palutena ist tot. Vielen Dank dafür. Alter, hat die mich jetzt zu Tode genervt. Aber ich hasse diese Stage auch mit diesem Kack-Yellow Devil. Der kotzt mich so an, der Typ, ganz ehrlich. Ja, ist okay. Boah, ist so ein Spast. Ich habe schon wieder so viel Schaden hier. Nein! Das lief schon wieder so super. Das war klar, dass ich da wieder sterbe. Und dann kriege ich natürlich diese Kack-Fernattacke von Mega Man ab. Boah, das ist auch eine Kombination, die ich so sehr hasse. Gegen Mega Man, Palutena und Pit gleichzeitig, die alle nervige Fernattacken drauf haben. Und dann auch noch auf der Dr. Wily Stage. Also, ah, das ist so nervig einfach nur. Hört auf, Mahan, wie ich die drei hasse. Ernsthaft. Die ganze Zeit mit ihren Fernattacken kommen die daher. Das regt so unendlich auf. Und dann am Ende noch Mega Man, der einmal seinen seitlichen Smash macht und dann bin ich tot. Weil der halt normale Stärke hat, was ungefähr der größte Witz überhaupt ist. Und ich sollte nicht so sehr die seitliche Smash-Attacke von Mega Man machen, habe ich gerade gemerkt, weil die hat zwar eine Mega-Reichweite, aber die ist gar nicht mal so stark. Ich sollte eher seinen Smash nach oben und seine Standard nach oben machen, weil die hauen halt richtig rein. Also wenn der Gegner da ein bisschen Schaden hat, dann wird er schon sterben. Also die Standard nach oben, die ist mega stark. Die hat gerade, glaube ich, 57 Schaden gemacht, wo ich Marth richtig getroffen habe. Also richtig viel auf jeden Fall. Und bam. Yoshi ist tot, sehr schön. Okay, zum nächsten Custom Move. Also gerade eben waren wir bei der Attacke von Iceman. Also die Abwandlung von seiner seitlichen Spezialattacke. Ja, Moment mal, treffe ich mal noch kurz. Na, er nicht so stark. Mit einer leichten Attacke. Hör auf, Smash-Attacken zu machen. Mit einer leichten Attacke, los. Nein! Ja, okay. Passt schon. Und nimm das. Bam. Nein, jetzt hör auf zu blocken, du Idiot. Oh Gott, Captain Falcon! Stirb! Stirb! Nein! Stirb! Danke. Okay, also. Die zweite Abwandlung von seiner seitlichen Spezialattacke ist von Burstman. Hört sich an wie Bürste. Dort schießt er Blasen, die explodieren können, wenn sie einen Gegner berühren. Diese bewegen sich aber nicht geradeaus nach vorne, sondern sie bewegen sich schräg nach oben. Also erst so ein bisschen nach vorne und dann aber, ja, nicht unbedingt schräg, sondern sogar ziemlich steil nach oben. Also wenn ich jetzt die Blase bin, ein bisschen nach vorne und dann ziemlich steil nach oben. Aber wenn sie einen Gegner eben treffen, dann explodieren sie und machen auch nicht gerade wenig Schaden. Also ist eigentlich ganz cool, aber ja, ich weiß nicht. Ich glaube, da gefällt mir das Eis besser. Oder? Ja, ich weiß nicht sicher. Ich weiß es nicht sicher. Sind eigentlich alle ganz okay. So. Ja, viel lieber den oben Smash machen. Der ist deutlich besser hier für den All-Star-Modus geeignet. Oder halt die Standard nach oben. Aber der oben Smash ist schon richtig cool von ihm. Wow, nice. Der macht halt auch 51 Schaden und wenn ich die seitliche voll auflade, macht es glaube ich 39 oder so. Also viel weniger auf jeden Fall. Also, ja, die seitliche hat natürlich 1 Million mal mehr Reichweite, ist schon klar, aber trotzdem, die nach oben ist für den All-Star-Modus besser, weil da geht es halt wirklich nur um draufhauen und mehr nicht. Ja, und plötzlich läuft es auch schon viel besser. Also sollte ich wirklich machen. Okay, dann kommen wir zur Spezialattacke nach oben, der Rush Coil, der ja als einziges nicht von einem Boss ist, sondern halt ein Gefährte von ihm. Bei der ersten Abwandlung macht er aber schon einen Move von einem Boss, nämlich von Tengu Man. Keine Ahnung, wie man das ausspricht, aber ist ja auch egal. Aber das gefällt mir verdammt gut. Denn dort erschafft Mega Man unter sich einen Tornado, durch den er nach oben geschleudert wird und dadurch kommt er in etwa genauso weit wie hier mit dem Rush Coil. Er kann halt nicht nochmal auf ihm draufspringen wie ich jetzt, aber das ist nicht so tragisch, finde ich. Denn ein weiterer Vorteil ist noch, dass der Tornado, wenn er einen Gegner berührt, Schaden macht. Und das mit dem Tornado, es hat noch einen weiteren coolen Effekt. Das funktioniert folgendermaßen. Also Mega Man schafft unter sich so einen Ventilator und der erzeugt dann den Tornado, der ihn dann nach oben schleudert. Und wenn er diese Attacke in der Luft einsetzt,
Dann fällt der Ventilator noch so ein bisschen nach unten. Das bedeutet, wenn euer Gegner unter euch ist und ihr setzt über ihm eure Spezialattacke nach oben ein, könnt ihr ihm damit sogar auch noch Schaden machen. Also die Reichweite von diesem Tornado ist auch relativ hoch. Und deswegen ist die Attacke echt verdammt gut. Also die ist viel, viel besser als der Rush Coil. Also als seine normale Spezialattacke nach oben, finde ich zumindest. Okay, und seine andere Spezialattacke nach oben ist diesmal auch kein Boss. Also keine Fähigkeit von einem Boss, die er bekommen hat. Sondern auch ein Gefährte aus irgendeinem Spiel, aber keine Ahnung aus welchem. Das ist nämlich der Beat, so heißt der wohl. Das ist so ein vogelartiges Viech, an den heftet sich Mega Man ran. Und mit dem kann er dann ein bisschen durch die Luft fliegen. Funktioniert im Prinzip genauso wie die Spezialattacke nach oben von dem Duckhunt, kann man sagen. Also er kann auch nur eine bestimmte Weite fliegen, er kann nicht entscheiden, wann angehalten werden soll. Und ja, das war eigentlich schon alles, was man dazu so erwähnen kann. So, wenn jetzt noch Sheik und Ganondorf sterben könnten, das wäre eigentlich ganz nett von euch. So, ein paar Mal noch die nach oben Attacken. Ja, seine Luftattacke nach oben ist auch so cool. Das ist eine der coolsten Attacken im Spiel. So, komm her. Ja, verdammt. Und Uppercut. Nee, hat nicht geklappt. Schade. Aber jetzt. Nein, hör auf auszuweichen, Sheik. Nimm das. Na also. Okay. Dann fehlt nur noch seine Spezialattacke nach unten. Der Leaf Shield. Den mag ich ja auch nicht wirklich gern, muss ich sagen. Ich finde, der ist einfach viel zu schwach und man ist viel zu eingeschränkt, wenn man den hat. Ich meine, wenn man den hat, kann man halt nichts mehr machen. Man muss die erst wieder abschießen, erst dann kann man wieder was Neues machen. Und ja, währenddessen ist man einfach so gehemmt, was Attacken angeht und so, deswegen mag ich den nicht so sehr. Aber die Abwandlungen gefallen mir eigentlich sogar beide so einigermaßen. Also ja, sind auf jeden Fall ganz okay. Die erste Abwandlung ist von Skullman. Dort schafft Mega Man auch solche Teile um sich rum, auch vier an der Zahl, die einen Totenkopf auf sich drauf haben. Daher wahrscheinlich auch Skullman. Und der Effekt von denen ist, dass sie Projektile zurückwerfen können, wenn sie sich gerade um Mega Man herumdrehen. Also, ja, sie können Projektile zurückwerfen. Und das ist schon ziemlich episch, finde ich. Jetzt habe ich den Pikmin getroffen. Wollt ihr mich verarschen? Mann! Also Projektile damit zurückwerfen, das hat schon was auf jeden Fall. Der Nachteil ist aber, dass es weniger Schaden macht. Beziehungsweise es ist sogar so, wenn sie um Mega Man sich gerade herumdrehen, also so wie jetzt gerade, die Blätter, dann machen sie überhaupt keinen Schaden. Dann drängen sie den Gegner nur ein bisschen zurück. Wenn ich sie abwerfe, dann machen sie aber schon Schaden, aber halt auch nicht ganz so viel wie der Leaf Shield. Aber kann Projektile zurückwerfen und deswegen finde ich das eigentlich relativ gut. Weil Mega Man hat keine Fähigkeit, mit der er Projektile zurückwerfen kann. Und wenn er da zusätzlich eine bekommt, ja, warum denn nicht? Finde ich auf jeden Fall gut. So, nimm das Toon Link. Und stö, verdammt. Oh, Lucario ist schon wieder am Kontern, der Arsch. Was will der denn eigentlich? Boah, wieder, oh, wie ich das hasse, wenn die Gegner hier die ganze Zeit kontern. Und irgendwie laggt es auch gerade ein bisschen. Ich weiß nicht, ob so viel los ist, aber eigentlich ja nicht. Keine Ahnung. Oder habe ich mir das nur eingebildet? Ich weiß es nicht. Und stirb. Okay. Dann kommen wir noch zur letzten Abwandlung, Abwandlung von seinem Leaf Shield. Das ist eine Fähigkeit von Plant Man. Und das sind, ja, keine Blätter, sondern eher Samen, die er so um sich herum schwingt. Und die haben den Effekt, dass sie weniger Reichweite haben, also nicht so weit geschossen werden können. Dafür werden sie aber auch nicht zerstört, wenn sie einen Gegner berühren. Und das gefällt mir auch relativ gut, weil das mag ich an den Blättern auch nicht so sehr. Wenn ich die um mich herum habe und ich laufe in die Gegner rein, dann werden die ja sofort zerstört. Aber die Teile von dem Plant Man werden nicht zerstört. Die bleiben, übrigens Stage, die bleiben die ganze Zeit da, bis sie halt ganz am Ende verschwinden. Aber wenn sie einen Gegner berühren, dann werden sie nicht verschwinden. Und das ist schon ziemlich gut, finde ich. Also ja, gefällt mir auf jeden Fall. So, und jetzt heißt es wieder konzentrieren. Denn, ja, Stage ist... Es kann einfach nicht sein, dass jedes Mal diese Stage kommt. Das ist kein Zufall mehr, ganz ehrlich. Ich glaube wirklich, das Spiel hat gecheckt, dass ich mittlerweile bei der Stage so oft gestorben bin und denkt sich dann, hey, die bringen wir doch noch öfter. Nee, ja, natürlich nicht, aber ich meine ernsthaft, warum ist es so... Ja, fick dich. Warum ist es so, dass die Stage so oft kommt? Es gibt so viele andere. Hier die Gar-Ebene von Xenoblade Chronicles, die kommt fast nie. Die kommt zwar auch manchmal, aber mega selten. Oder die aus Fire Emblem, die kommt auch total selten. Wenn, dann nochmal die Pokémon Stage, aber... Ja, und ich werde hier sterben, ich weiß es jetzt schon. Weil wir haben noch vier Gegner und die haben noch relativ wenig Schaden genommen.
Ich muss vor allem natürlich auf Darin aufpassen, weil sie ja Fernangriffe drauf hat. Und Fernangriffe sind mein Feind hier im All-Star-Modus. Sehr schön, Darin ist tot. Ja, Dark Pit noch nicht ganz, verdammt. Ich dachte, ich hätte ihn töten können, aber jetzt... Okay, zwei Gegner noch. Wenn jetzt hier nicht die Autos kommen, dann sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Und bam, verdammt. Nein, hör auf zu kontern! Jetzt kämpfe ich hier gegen zwei Konterer. Boah, wie ich das schon wieder ankotzt. So, zack, nein, fuck. Komm her, sehr schön. Lucina ist tot. Lucina ist tot und Greninja... Ah, Hilfe! Greninja... Nein! Ich will meinen Oben-Smash bei dir machen. Greninja auch. Puh, okay. Also ein Tod ist wirklich schon genug. Es braucht nicht noch einen zweiten. Mann. Ich bin auch echt ein bisschen froh, wenn es... Ja, nee, das will ich nicht sagen. Ich wollte jetzt sagen, ich bin froh, wenn das Let's Play vorbei ist. Das stimmt nicht. Ich finde es sogar schade. Aber diese ganzen Fails, die gehen mir halt schon auf den Sack langsam. Also, dass ich halt echt mit jedem Charakter in letzter Zeit sterbe, ist schon ein bisschen blöd irgendwie. Naja, was sollen wir machen? Okay. Dann gucken wir uns wieder das Bild von Mega Man an. Und übrigens, wenn ihr ein Mega Man-Fan seid, dann könnt ihr das ja gerne in die Kommentare schreiben. Und dann könnt ihr auch schreiben, was ihr davon haltet, dass die ganzen Custom-Moves von Mega Man auch Anspielungen auf die ganzen Boss-Fähigkeiten aus den einzelnen Mega Man-Spielen sind. Also ich finde es ziemlich cool. Ich bin zwar kein mega super Mega Man-Fan. Ich finde es immer so witzig, wenn ich sage mega Mega Man-Fan. aber trotzdem, ich finde es auch schon total cool, dass hier echt so viel Fanservice betrieben wird bei Mega Man. Das ist schon echt richtig, richtig cool. Also wenn ich ein Mega Man-Fan wäre, dann würde ich mich aber sowas von freuen und sowas von abfeiern hier, dass er die ganzen Fähigkeiten aus seinen Spielen hier bekommen hat. Also das ist schon echt ziemlich cool. Ja, und wir sehen auf dem Bild das Mega Man-Trio, das gegen den Yellow Devil kämpft. Und bitte tötet ihn, diesen Honk. Der regt mich auch so auf. Uns fehlt, glaube ich, oben noch was. Deswegen, oder? Nee, doch nicht. Nee, hier in der Mitte fehlt noch was. Immer noch. Da. Ah, okay, ich sehe es. Eigentlich sogar relativ groß. Keine Ahnung, warum ich das übersehen habe. Aber mach halt jetzt. Mann! Mann! Hallo? Hallo? Na, endlich. Okay. Dü-dü-dü-dü-düm. Dü-dü-dü-dü-düm. Dü-dü-düm, dü-dü-düm. Wow, unglaublich. Yeah, episch. Okay. Jetzt kommt der letzte, ich sag mal, normale Charakter, abgesehen von den Mies, nämlich Sonic. Und es wäre echt ein schöner Abschluss, wenn wir zumindest mit dem letzten es schaffen würden, nicht zu sterben. Wäre doch echt eigentlich gar nicht so verkehrt, oder? Was meint ihr? Ja, euch freut's wahrscheinlich, wenn ich hier die ganze Zeit am Failen bin. Ich weiß noch nicht genau, was ich mit Sonic machen sollte. Wie stark sein seitlicher Smash ist. Ja, der ist ganz okay. Der ist eigentlich sogar ziemlich gut. Sein Up-Smash ist auch okay. Aber gut, man muss natürlich bedenken, dass die Stage hier sehr, sehr klein ist. Deswegen ist es klar, dass die Gegner so leicht rausfliegen. Also werden wir noch sehen, wie sich das jetzt so entwickeln wird, was ich jetzt hier die ganze Zeit für Attacken einsetzen werde. Ich glaube, ich werde wieder mal auf seine Spezialattacken größtenteils verzichten, weil das halt meistens einfach... Ach du Scheiße, nicht die Stage. Weil das halt meistens einfach zu kompliziert ist, sage ich mal, für den All-Star-Modus. Da braucht man einfach lieber Draufhau-Action und mehr nicht. Ist einfach so. Und ich hoffe, dass die jetzt ein bisschen durch die Gegend geschleudert werden. Ja, Little Mac, sehr gut. Und tot. Und damit fehlt nur noch Luigi. Na, komm her. Hör auf zu nerven. Nein, komm her. Nein, ha, Luigi. Zack, stirb. Okay. Kommen wir zu den Custom Moves von Sonic. Seine Standard-Spezialattacke ist ja die, wo er sich einrollt und dann auf einen Gegner zielen kann. Die wurde aber auch ein bisschen abgeschwächt wie in Brawl. In Brawl konnte er die öfter hintereinander machen und hier nicht mehr. Ach du Scheiße, ich will schon... Nein, ich will die Trophäe nehmen. Okay. Und bei dem ersten Custom Move wird er sich... Also er wird wieder am Anfang so kurz in die Luft gehen. Und dann würde er aber nicht mehr auf einen Gegner zielen, sondern immer gerade nach unten gehen. Was schon mal ein relativer Nachteil ist. Aber der Vorteil ist dafür auch enorm. Der Vorteil ist nämlich, dass wenn er einen Gegner trifft, während er wieder nach unten kommt, dass das dann ein Meteor-Smash ist. Also den Gegner nach unten schleudern kann. Das ist ziemlich episch. Denn der Gegner will zurück zur Stage. Ihr stellt euch über ihn oder springt über ihn. Macht diese Attacke, trefft ihn und bam, tot. Ist doch gar nicht so verkehrt, oder? Ich meine, Meteor-Smashes sind niemals verkehrt. Das auf gar keinen Fall. Dann zur zweiten Abwandlung.
Die funktioniert etwas schneller, also es dauert nicht ganz so lange zum Aufladen. Er kann viel schneller sich einrollen und auf den Gegner losstürmen. Dafür ist die Reichweite aber auch etwas geringer als normalerweise und es macht auch weniger Schaden. Also zwei Nachteile gegen einen Vorteil, aber der Vorteil ist schon relativ gut, weil es stimmt schon, die Attacke dauert ein bisschen, bis sie mal machen kann und wenn die sehr, sehr schnell ist, dann ja, ist es auf jeden Fall ziemlich gut. Da ist es auch okay, dass die dann zwei Nachteile hat. Also finde ich jetzt gar nicht so schlimm, wie es sich vielleicht anhört. Okay, dann weiter geht's mit seiner seitlichen Spezialattacke, die ja fast dieselbe ist wie die nach unten. Der einzige Unterschied ist eigentlich, dass er am Anfang nochmal so einen kleinen Sprung macht. Das ist eigentlich wirklich fast der einzige wirkliche Unterschied. Ja, also. Ja, es gibt noch einen kleinen anderen Unterschied, aber da werde ich gleich eh noch was dazu sagen. Wir nehmen uns mal. Nehmen wir uns eine Maxi-Tomate? Nein. Wir riskieren mal. Das könnte ein Fehler sein. Vor allem, weil wir jetzt wieder gegen Pit, Palutena und Mega Man am Anfang kämpfen und bitte nicht auf der Dr. Wily Stage. Danke. Ja, die Stage ist eigentlich okay, weil mit den ganzen verschiedenen Plattformen und den verschiedenen Höhen dadurch können sie mich mit ihren nervigen Fernattacken nicht so oft treffen. Das ist halt auch das Behinderte auf der Dr. Wily Stage, dass das im Prinzip eine ganz gerade Stage ist und dadurch treffen all der ihre Fernattacken und ich werde die ganze Zeit von irgendeiner Scheiße getroffen. Was halt echt ziemlich nervig ist. Aber auch hier wieder, also die drei sind schon auch echt ziemlich hart zu besiegen, finde ich. Okay. Also, jetzt zur seitlichen Smash-Attacke, seitlichen Spezialattacke meine ich, sorry. Und dort der ersten Abwandlung. Die ist etwas schwächer, grundsätzlich. Dafür macht er aber am Anfang einen etwas größeren Sprung, als er normalerweise macht. Und es gibt noch eine Besonderheit, denn wenn er einen Gegner beim nach unten kommen wieder trifft, also wenn er hier nach dem Sprung, der größer ist, trifft, dann kann er sie in den Boden rammen. Und ja, Bodenrammen ist auch nicht schlecht. Deswegen finde ich das auch eigentlich auch ganz gut, auch wenn es ein bisschen schwächer ist. Aber trotzdem, das gefällt mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Und zwar auch die richtige Entscheidung, dass wir keine Maxi-Tomate genommen haben, denn wir werden jetzt wahrscheinlich gleich knapp über 100% haben und werden dann die Feenflasche benutzen können. Wollen die jetzt mal sterben? Aber nicht beide! Sehr gut. Schlag mich. Schlag mich. Schlag mich mit einer leichten Attacke, genau, vielen Dank. Und stirb, bitte. Stirb! Sehr schön. Perfekt. Der zweite Custom Move von seiner seitlichen Spezialattacke funktioniert folgendermaßen. Dort entzündet sich Sonic. Also es wird Feuer um ihn herum geschaffen. Es ist ein Feuerangriff und er ist dementsprechend auch stärker. Dafür macht er aber ganz am Anfang keinen kleinen Sprung mehr. Und wenn er außerdem während seiner Rolle irgendwann springt, was er ja hier auch machen kann, dann ist dieser Sprung deutlich niedriger und lang nicht so hoch wie jetzt gerade eben zu sehen. Aber dafür eben stärker. Also finde ich eigentlich auch nicht so schlecht, weil ich finde diesen Sprung am Anfang eh jetzt nicht so wichtig. Und ja, dass man danach ein bisschen niedriger springen kann, ist nicht ganz so toll, weil man dann nicht mehr ganz so gut seine Kombos aufrechterhalten kann. Aber ich meine, es ist grundsätzlich stärker, deswegen habe ich da jetzt eigentlich auch nicht wirklich was dagegen. Und es ist ein Feuerangriff, was auch ganz cool ist. Da muss man zwar ein bisschen aufpassen, wenn man mit Items spielt und dann sollte man natürlich nicht in diese Explosivkiste da reinrennen. Das wäre nicht ganz so günstig. Aber sonst ist es eigentlich ganz cool, finde ich. Dann seine Spezialattacke nach unten, die ja, wie gesagt, boah, das ist so chillig. Ich liebe diese Stage, wenn die im All-Star-Modus kommt. Da braucht man sich einfach nur hier nach unten, unten stellen, den Up-Smash machen und die ganze Zeit warten, bis die Gegner reinlaufen. Das ist so cool, weil die Gegner sind irgendwie zu blöd, um das zu kapieren, dass sie da auch ausweichen können oder so. Also das ist echt chillig auf dieser Stage. Das ist eine meiner Lieblingsstages, wenn es um den All-Star-Modus geht. Gut, wo war ich jetzt gerade? Genau, bei seiner Spezialattacke nach unten. Die hier. Jetzt ist er aber trotzdem irgendwie gesprungen, obwohl das eigentlich gar nicht sollte. Okay. Ich glaube, das lag daran, dass ich auf einer. Also, dass der Abschnitt, wo ich gerade stand, nicht eben war, sondern so ein bisschen schief. Weil normalerweise springt er dann nämlich am Anfang nicht. Er kann aber trotzdem währenddessen noch springen, wenn er will. Übrigens, Sonic ist so schnell, ich finde das so cool. Aber ist ja auch logisch, dass er der Schnellste ist. Okay, also jetzt zur Spezialattacke nach unten. Bei der ersten Abwand. Nee, Blödsinn, wir kommen ja erst zur Spezialattacke nach oben, sorry. Boah, ich laber schon wieder so einen Käse heute, ist sehr heftig. Also die Spezialattacke nach oben, sein Trampolin. Dort bei der ersten Abwandlung springt er etwas niedriger. Dafür kann er aber zweimal mit seinem Trampolin springen.
Also ich springe einmal und dann kann ich in der Luft, bevor ich den Boden berühre, nochmal ein Trampolin einsetzen. Aber dafür ist halt jeder einzelne Sprung niedriger. Das hat uns Vor- und Nachteile. Nachteil ist, glaube ich, dass man halt... Ich glaube, man kommt insgesamt nicht ganz so weit wie mit dem Einzelnen. Und man braucht halt auch länger, bis man ganz oben ist, weil man zweimal von dem Trampolin abspringen muss. Ein Vorteil ist aber, dass man es dadurch ein bisschen besser kontrollieren kann, weil man auch ein bisschen mehr seitlich kommt. Und außerdem kann man zwei Trampoline auf die Gegner abfeuern und die machen ja auch ein bisschen Schaden. Deswegen ist das auch so ein kleiner Vorteil noch. Also finde ich eigentlich auch ganz cool, muss ich sagen. Und übrigens eine Sache, die ich noch erwähnen wollte. Wir haben in diesem Part zwei Charaktere, die sich nach ihrer Rettungsattacke noch frei bewegen können und noch machen können, was sie wollen. Das können ja die wenigsten. Aber Sonic und Mega Man gehören dazu. Ah, genau, und übrigens eine Sache, die ich noch bei Mega Man sagen wollte, zu seinen Spezialattacken nach oben. Also einmal zu dem Tornado und einmal zu dem Vogel. Nachdem er diese Attacken macht, kann er ganz genauso wie mit dem Rush Coil auch danach noch machen, was er will. Also es ist nicht so, dass er dann wie die meisten anderen einfach runterfällt und weder blocken noch angreifen kann, sondern er kann danach noch irgendeine Attacke machen, auf die er gerade Lust hat. Gut. Und bei Sonic ist es eben genau das gleiche. Die zweite Abwandlung von dem Sprungbrett funktioniert folgendermaßen. Das Sprungbrett verschwindet deutlich schneller als normalerweise. Es bleibt also nicht so lange hier. Das bleibt hier relativ lange da. Es prallt auch einmal vom Boden ab und kann eben währenddessen dem Gegner auch noch Schaden machen. Oder wenn ich am Boden stehe, dann kann ich es nochmal benutzen, um auf ihm nochmal zu springen, wenn ich denn will. Aber bei dem ersten Custom Move bleibt es eben kürzer nur da, was ein Nachteil ist. Der Vorteil von der Attacke ist aber, dass Sonic auch selbst Schaden macht. Also wenn er nach oben springt, dann kann er auch, wenn er Gegner trifft, ihnen Schaden machen. Und das ist eigentlich schon relativ hilfreich, finde ich. Bam. Ich finde es so cool, wie man von Bowser Jr. seine Mecha-Koopas aufnehmen kann und dann gegen ihn selbst werfen kann. Das ist echt ganz witzig. Und will der jetzt eigentlich mal sterben? Der hat schon so viel Schaden bekommen. Ernsthaft, wollen die alle mal sterben, bitte? Zack. Und stirb. Nein, lass dich treffen jetzt. Lass dich treffen, danke. Okay. Dann war es das mit seinen Spezialattacken nach oben. Jetzt kommen die Spezialattacken nach unten. Und bei der ersten Abwandlung, das ist schon mal ziemlich interessant, eine kurze Sache dazu vorher. Wenn ich die normale Spezialattacke nach unten einsetzen will und ich will sie aufladen, dann muss ich, das war in Brawl auch schon so, den Knopf, also den B-Knopf, immer wieder drücken und nach unten gedrückt halten. Also eigentlich relativ kompliziert, um es aufzuladen. Wenn ich die seitliche aufladen will, muss ich einfach nur den B-Knopf gedrückt halten und dann lädt sie sich auf. Aber wenn ich die nach unten aufladen will, dann reicht es nicht, den B-Knopf einfach nur gedrückt zu halten, sondern ich muss ihn immer und immer wieder drücken, um es eben aufzuladen. So, der Unterschied bei dem ersten Custom Move ist jetzt, dass man das nicht mehr machen muss, sondern dass man einfach den B-Knopf gedrückt halten kann und dann lädt es sich ganz automatisch auf. Ist ein Vorteil. Und was der Nachteil von der Attacke ist, keine Ahnung. Es stand wieder nichts dran. Ich habe auch nicht wirklich was herausfinden können. Also für mich war alles genauso schnell, genauso stark und auch sonst war alles gleich. Also, ja, das scheint einfach nur ein Custom Move zu sein, der sich nach dem Geschmack von dem Spieler richtet. Also ich bin es aus Brawl halt gewohnt, dass ich den Knopf immer wieder drücken muss. Deswegen werde ich oder würde ich das auch nicht machen. Aber wenn es für euch blöd ist, dass ihr bei dem einen Move gedrückt halten könnt, nämlich bei dem seitlichen, bei dem anderen nach unten, müsst ihr aber immer wieder drücken. Dann könnt ihr das natürlich gerne ändern, auf jeden Fall. So, und wenn die beiden sterben könnten, wäre eigentlich auch ganz nett von ihnen. So, Sirius und Samus ist tot. Und Lucario noch nicht. Dass der das gerade noch so überlebt hat, stirbt jetzt endlich. Na also. Und bei seinem letzten Custom Move nach unten ist es im Prinzip genau das Gegenteil. Denn damit man sie aufladen kann, muss man den Knopf jetzt häufiger drücken, also schneller hintereinander. Hier ist also Button Bashing angesagt. Also hier die ganze Zeit drücken und dann wird es funktionieren. Was ein Nachteil ist. Der Vorteil von der Attacke ist, dass Sonic, während er es auflädt, so Wirbelwinde um sich rum schafft. Und die bewirken folgendes. Wenn Gegner vor euch stehen, werden sie zu euch hingezogen. Wenn Gegner hinter euch stehen, werden sie von euch weggedrängt. Also auch ziemlich interessant. Hört sich jetzt auch ein bisschen kompliziert an, aber ich glaube, dass diese Attacke ziemlich viel Potenzial besitzt, weil man relativ viel damit anstellen kann. Ich weiß noch nicht genau, was man damit anstellen kann.
Aber ich glaube, man kann viel damit anstellen. Also muss man ein bisschen rumprobieren mit der Attacke. Aber wie gesagt, ich glaube, die ist gar nicht so schlecht. Also hört sich auf jeden Fall ganz toll an, finde ich. So, wollen die jetzt eigentlich dann auch mal sterben, bitte? Zack, stirb. Und zack, nee, nicht erwischt, verdammt. Oh shit, oh shit, oh shit. Das war jetzt fast ein bisschen knapp. Oh, ich hasse Darain. Ja, Darain muss wieder schnell weg, wegen den Fernattacken. Aber Schalk soll ja auch mal sterben. Aber jetzt ist er tot. Und Dark Pits, nicht ganz, der hat noch überlebt, verdammt. Oh, hör auf mit deinem Levin Sword anzugreifen, Darain. Ernsthaft, hör auf zu nerven. Nein! Ich hasse Konter! Ich hasse Konter! Wie die Pest! Das ist so nervig einfach nur, und wie das die Computer einfach mal viel zu oft machen. Ernsthaft. Jeder dritte Angriff oder so ist ein Konter bei den Computern. Was soll denn das? Und es gibt halt auch noch so viele Charaktere mit Konter. Das ist so nervig. Das ist so unendlich nervig. So, stirbt Darain. Ich will deinen Thrawn nicht abkriegen. Okay, wir haben es aber gleich geschafft. Also es scheint so, als würde es Sonic hinbekommen. Aber ich will mich noch nicht zu früh freuen. Wir haben es noch nicht geschafft. Aber komm schon, wenn wir das jetzt noch verlieren, dann weiß ich auch nicht. So, stirb endlich, Greninja. Quark! Los, sag es. Quark! Und nochmal. Quark! Und nochmal. Komm her. Nein, komm her. Quark! Genau, sehr gut. Puh. Puh, 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 puh. Damit haben wir es jetzt wirklich fast geschafft. Das haben wir übrigens alles bekommen. Das Einzige, was jetzt eben noch fehlt, ist den All-Star-Modus auf schwer mit den Mies zu schaffen. Und das werden wir dann im nächsten Part sehen. Ich kann einmal kurz erzählen, was jetzt im nächsten Part genau passieren wird. Wir werden mit einem der Mies den All-Star-Modus durchmachen. Also nicht mit allen. Wenn ihr es mit jedem einzelnen Mies sehen wollt, dann schaut auf meinem Zweitkanal. Dort werde ich das nämlich mit jedem einzelnen hochladen. Aber hier bei dem Let's Play werden wir es nur mit einem machen. Das haben wir ja beim klassischen Modus auch schon so gemacht. Da haben wir es auch nicht mit allen gemacht, sondern nur mit einem. Und danach werden wir in diesem Part noch... ja, was machen wir da noch? Ich werde euch noch die Meilensteine zeigen, soweit wie ich sie bis jetzt habe. Und dann werde ich euch, falls ich nochmal vergessen haben sollte, euch irgendwas anderes zu zeigen, das auch noch zeigen. Ich meine, ich habe ja eigentlich wirklich schon jeden Blödsinn euch erklärt oder gezeigt in diesem Spiel. Egal, ob es jetzt Custom Moves oder Ultra Smashes sind oder jedes einzelne Menü habe ich euch auch gezeigt. Aber vielleicht gibt es ja doch noch irgendwie was ich noch vergessen habe. Ich werde nochmal gucken. Und dann im übernächsten Part, das wird dann der letzte sein, werde ich euch nochmal alle Trophäen zeigen, die es in diesem Spiel gibt. Und dann werde ich auch bis dahin alle Meilensteine haben. Und auch sonst sowieso die 100% und so. Das werde ich euch dann da alles zeigen. Es wird aber wahrscheinlich so sein, dass dieser letzte Part nicht sofort danach kommt, sondern der ein bisschen dauert. Also der wird wahrscheinlich erst in einem Monat oder so kommen, schätze ich mal. Weil es dauert natürlich ewig lang, bis man mal alle Trophäen und alle Meilensteine und so hat. Aber wenn ich das dann habe, werde ich euch das sofort zeigen. Und ja, das wird dann der letzte Part und dann war's das für dieses Let's Play. Ich hoffe, dass ich es noch hinbekomme mit den Trophäen und den Meilensteinen, bevor Smash Bros. Für die Wii U rauskommt. Das kommt ja am 28. November. Und ja, ich hoffe, dass ich es davor noch hinbekomme, aber ich will nichts versprechen. Ich bin mir nicht sicher. Und jetzt haben wir auch diesen Meilenstein bekommen. Meistere den All-Star-Modus mit allen Charakteren. Richtig. Außer den Mies, aber die zählen ja da offenbar nicht dazu. Boah, sammle alle Spezialtechniken, Kopfbedeckungen und Outfits. Alter, ey. Das ist so krank teilweise hier. Ihr habt ja gesehen, mir fehlt auch noch einiges. Also, puh, das dauert noch. Erhalten, majestätische Krone. Du hast den All-Star-Modus mit allen Charakteren gemeistert. Sehr schön. Dann war's das für diesen Part. Für diesen drittletzten Part von Super Smash Bros. Für den 3DS. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne noch einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch noch meinen Kanal abonnieren. Und hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten zum vorletzten Part, wenn wir mit den Mies, oder mit einem der Mies zumindest, den All-Star-Modus machen werden. Also, bis zum nächsten Mal.